Ja, liebe Mitbürger und Mitbürger, ich darf mich heute ganz entspannt und erholt aus dem Urlaub zurückmelden. Ich bin natürlich schon ein paar Tage zu Hause, aber man muss ja auch mal sacken lassen. Ich habe eigentlich auch erst im Urlaub gemerkt, wie platt ich eigentlich war. Und es hat wirklich gut getan. Man kann jetzt mit neuer Tatkraft an die Aufgaben gehen, die vor einem liegen. Und ich denke, die werden auch nicht kleiner. Stichwort Aufgaben, wie sieht es denn aus im Kreis Heinsberg? Also wir haben tagesaktuell 46 Personen, die noch nicht genesen sind. Das ist also jetzt wirklich seit Wochen auf dem Level ungefähr 40 Personen. Das ist es auch Thema Reiserückkehrer hin oder her. Nichts, was uns jetzt irgendwo als Gesundheitsamt jetzt hier große Sorgen bereitet, wo wir jetzt sagen, sind wir schon in der zweiten Welle? Gibt es eine zweite Welle? Also ich finde auch diese ganzen Begrifflichkeiten, an denen jetzt versucht wird, irgendwas festzumachen, eigentlich irreführend. Denn die einzige Frage, die sich mir immer stellt, sind die Infektionsketten nachverfolgbar oder nicht? Und wir müssen das Ganze auch mal ein bisschen relativieren. Wir bewegen uns jetzt auf einem Level. Da wären wir irgendwann vor einigen Monaten froh gewesen, wenn wir diesen Level hätten. Und solange wir das auf diesem Level halten, mache ich mir auch wenig Sorgen. Wir haben natürlich jetzt auch seit ein paar Tagen die Schulen geöffnet. Wir haben wieder Normalbetrieb in den Schulen und das ist verdammt nochmal auch gut so. Denn wenn man sieht, mit welcher Begeisterung und mit welcher Freude die Kinder wieder in die Schule gehen, mein Kleiner ist gerade eingeschult worden, die beiden Brüder auch, aber auch für die Schüler, die jetzt die ganze Zeit zu Hause waren und nicht gefördert werden konnten, gerade für die schwächeren Schülern, ist es ja wirklich ein Segen, dass jetzt wieder die Schulen normal laufen. Und ich denke, es ist unsere Pflicht und Schuldigkeit, alles dafür zu tun, dass dieser Normalbetrieb für die Kinder, für die Familien erhalten bleibt. Jetzt hat natürlich, was viel diskutiert worden ist, das Land Nordrhein-Westfalen, unsere Schulministerin gesagt, ich bin dafür, dass in den Schulen Masken getragen werden. Jetzt gibt es ja die tollsten Fachleute zum Thema Maskentragungspflicht. Ich ärgere mich manchmal auch über Ärztepräsidenten, die sich vielleicht seit 20 Jahren nur mit dem Thema Ärzteabrechnung beschäftigen, die dann jetzt da meinen, sie müssten irgendwelche Aussagen dazu treffen. Ich kann einfach nur aus der Praxis argumentieren, denn es gibt da keine wissenschaftliche Studie zu. Wir haben hier im Haus die Erfahrung gemacht, dass seit dem Zeitpunkt, wo wir hier Masken tragen, wir keine Mitarbeiter oder so gut wie keine Mitarbeiter mehr hatten, die sich infiziert haben und die mit Corona nach Hause gehen mussten. Und das ist für einen Pragmatiker ein Zeichen dafür, dass es nützt und dass es wirkt. Und das ist ja letztendlich das Entscheidende. Denn ich glaube, viel schlimmer, als dass jetzt der ein oder andere Schüler unter der Maske stöhnt, weil es warm ist und weil wir natürlich zugegebenermaßen im Moment Temperaturen haben, wo es für keinen angenehm ist, eine Maske zu tragen. Klammer auf, sind ja auch nicht nur Schüler, ja. Wir vergessen immer die Leute im Handel, die in den Berufen, die schon seit Monaten Masken tragen. Also ich glaube, da ist das wirklich kleinere Übel. Und wer das Tragen einer Maske als Beschneidung seiner persönlichen Freiheit ansieht und dafür meint, auf die Straße gehen zu müssen, ja, dem können wir hier eigentlich, kann ich jedenfalls hier in unserem Video auch nicht helfen. Den muss ich dann nur fragen, ob man dazu eigentlich überhaupt eine Verordnung braucht oder ob es nicht ein Gebot der Rücksichtnahme unter uns Menschen ist, dass derjenige, der einen anderen anstecken könnte, eine Maske trägt, um das zu verhindern. Stichwort verhindern. Dadurch, dass in den Schulen jetzt Masken getragen werden, jedenfalls in den weiterführenden Schulen, ist es für uns auch nicht mehr erforderlich, wegen eines infizierten Schülers, Klammer auf, der Maskentragungspflicht nachgekommen ist, die komplette Klasse von vornherein oder geschweige denn die ganze Schule in Quarantäne zu schicken, sondern das ermöglicht es uns wirklich zu sagen, der Unterricht, so wie es aktuell in Wegberg, soll erstmal weiter stattfinden. Wir werden natürlich das Umfeld testen, möglicherweise herausfinden, ob sich weitere infiziert haben. Aber es spricht ja, wenn die Hygieneregeln eingehalten worden sind, Abstand und Maskentragungspflicht befolgt wurden, erstmal nichts dafür, dass andere Schüler sich angesteckt haben. Und deswegen müssen wir da, wenn wir das Thema Corona in unseren Alltag integrieren, müssen zu einer neuen Gelassenheit kommen. Und wir als Gesundheitsamt, wir als Krisenstab, wir als Kreis Heinsberg sehen das auch mit der nötigen Gelassenheit. Die würde ich mir an anderer Stelle von manch anderen wünschen. Also zusammengefasst, es besteht kein Grund zur Sorge hier im Kreis Heinsberg. Wir haben hier kein erhöhtes Infektionsgeschehen, was für uns nicht nachvollziehbar wäre. Wir sehen das relativ gelassen. Trotzdem, jetzt könnten wir ja sagen hier als Kreis, gut, die erste Phase der Corona, die haben hier gemanagt. Mittlerweile gibt das Land die Taktfahrt vor. Wir lehnen uns jetzt zurück. Wir haben eigentlich außer der Nachverfolgung von Kontaktpersonen mit dem Thema nichts mehr zu tun. Wer uns und mich kennt, weiß, dass es damit für uns nicht getan ist, sondern ich finde, das Thema Schulöffnungen und überhaupt das Thema Öffnungen, Veranstaltungen dergleichen ist aus meiner Sicht noch nicht ganz zu Ende gedacht. Unsere Frau Schulministerin Gebauer hat ja mal gesagt, also Abstand, Maskentragungspflicht und vor allen Dingen lüften, lüften, lüften wäre wichtig. Denn da, wo man nicht lüften könnte, könnte man eigentlich auch keinen Unterricht abhalten. Das ist ja eigentlich in dieser Form eine sehr bemerkenswerte Aussage. Es zeigt nämlich eigentlich, dass auch die da oben das Thema Aerosole mittlerweile wirklich auf dem Bildschirm haben und genau wissen, wie gefährlich es ist, wenn Menschen stundenlang ohne Lüftung in geschlossenen Räumen zusammensetzen. Denn sie alle haben es auch mitbekommen, was anfangs so ein bisschen untergegangen ist. Mittlerweile sagen ja selbst die vorsichtigeren Forscher, die Hälfte der Ansteckungen erfolgt über Aerosole. Und insbesondere
wie im Kreis Rheinsberg, die ja Gangelt erlebt haben, wo nämlich genau über die Lüftungsanlage und über die Aerosole in der Luft diese Massenansteckung von über 40% der Teilnehmer stattgefunden hat. Das sind eigentlich die Dinge, die müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Ja, dann meine Frage, wie machen wir das denn dann im Herbst, wenn die Fenster nicht mehr einfach geöffnet werden können oder geschweige denn im Winter, wenn draußen Minusgrade herrschen, wenn es nass, kalt, ungemütlich ist, lassen wir dann stundenlang in den Klassenräumen die Fenster offen? Oder, das wäre meine Anregung, ganz vorsichtig als kleiner Landrat im Kreis Rheinsberg gesprochen, gibt es da vielleicht andere Möglichkeiten? Also ich bin jetzt seit auch im Urlaub nicht ganz untätig gewesen, sondern habe mich mit Wissenschaftlern unterhalten, habe auch Forschungsstudien bekommen, habe mich mit Herstellern von Virenfiltern unterhalten. Vielleicht, liebes Land, gibt es ja da, und da bemühe ich mich ja schon seit Wochen drum, eine Lösung, das mal irgendwo zumindest mal einzubauen in die Konzepte für Herbst und Winter. Denn auch wenn wir das im Moment sehr gelassen sehen, viele Menschen in geschlossenen Räumen, ich möchte nicht wieder im Kreis Rheinsberg die Situation haben, wie wir sie im März hatten, wo wir dann auch natürlich ganz andere Verläufe haben. Denn die Virenlast, das sagt einem jeder Fachmann, ist jetzt im Sommer sehr gering. Die Krankheitsverläufe, das sehen wir in den Krankenhäusern, sind sehr milde. Die Leute, die sich im Moment anstecken, sind sehr viel junge Leute. Das heißt also, auch die Krankheitsverläufe sind nicht so, wie wir sie hatten. Aber muss natürlich nicht in Stein gemeißelt sein. Und das ist die Sorge, die uns hier ein bisschen umtreibt. Wir selber wollen als Kreis Rheinsberg jetzt auch bei der Wiedereröffnung unserer Verwaltung, insbesondere in den Wartezonen, in den Sitzungssälen, mit diesen Filtern anfangen. Wenn das Land nichts macht, bin ich auch bereit, auch da gehen wir erste Schritte mit den anderen Schulträgern hier im Kreis Rheinsberg mal über die Frage zu diskutieren, wäre der Einsatz von Virenfiltern in Klassenräumen beispielsweise eine Alternative, um auf Dauer einen geordneten, durchgängigen Unterricht zu gewährleisten? Die Schulen sind da sehr interessiert. Ich habe da schon einige Zuschriften bekommen. Natürlich sagt jeder Schulleiter, ich hätte die gerne zuerst. Aber wir müssen natürlich auch gucken, dass das in dem Gesamtkonzept stattfindet und dass nicht hier ein Windhundrennen darum losgeht, wer hat jetzt hier zuerst als Schulträger die Virenfilter am Start, sondern ich erwarte, dass wir zumindest hier im Kreis Rheinsberg, wie das jetzt gute Tradition ist, zu einer gemeinsamen Lösung kommen. In diesem Sinne, das Thema wird uns weiterhin beschäftigen. Wir werden wohl Herbst und Winter auch noch ohne Impfstoff irgendwie rumkriegen müssen. Ich hoffe, dass das nächste Frühjahr anders aussieht. Es gibt einige interessante Ansätze, die wir weiterverfolgen müssen. Es besteht weiterhin aber trotzdem für uns alle hier Grund zur Gelassenheit. Bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Uns allen nicht so drückendes Wetter. HS be strong.